Oha. Subject 13. What is it now? Ein Bär. You told me I was safe on this island. Well, I've just been attacked by a bear, damn it. Ah, yes. You are not the first subject to have experienced Ursine interference. So what am I supposed to do? He's in my way. You know the story, Subject 13. Use your mind. Ich habe leider jetzt den Satz nicht zu Ende gelesen. Lose your mind. Use your mind. Aber da liegt noch was, sehe ich gerade. Report from October 10th, 2009. Since the workers started building the complex, the Hunapu seem even more hostile. They often lurk around the construction site, and typically, the personnel accuse them of all manner of ills. More worryingly, a worker disappeared last night. We don't even know what became of him, but his belongings are still here. Afterwards, an altercation broke out between the workers and the Hunapus. They wanted to prevent our men from incurring the so-called wrath of their god, Asizen, by crossing the bridge. It must be said that these incidents don't make my job of being accepted by the tribe any easier. I'm in no way close to seeing that temple. Ross Randall, ethnologist. Ich bin noch nicht ganz fertig, auch wenn der fertig ist mit Vorlesen. Das bedeutet so viel wie, dass alle diese Vorkommnisse sich für meine Aufnahme durch den Stamm nicht unbedingt als günstig erweisen. Und dass ich einen Tempel so schnell nicht zu sehen bekomme. Okay. Sagt mir jetzt nicht viel. So, da ist uns ein Bär im Weg. Lag das vorher auch schon da? Das habe ich echt nicht gesehen. Oder ist das jetzt erst dahin gekommen? Ich habe so das Gefühl, wir sind ja mittlerweile in Folge 11 oder 12. In Folge 12. Und ich habe so das Gefühl, das Spiel geht jetzt erst richtig los. Warte mal. Wir haben hier noch einen Koffer mit einem Zahlenschloss. Wo uns der Hinweis für fehlt. Wir haben hier diesen Spruch. Und das Bildchen auf der Rückseite. Was ich jetzt gerade nicht da. Wir haben Pepperoni bzw. Chili. Wir haben einen Schlüssel. Wir haben den Pfeifenkopfschlüssel. Moment mal. Ich glaube nicht, dass das was bewirkt. Ja, okay. Das wohl auch nicht. Ja, ja. Ob wir hier das Zahlenschloss... Kann man da zoomen? Ist hier vielleicht doch noch irgendwo ein Hinweis? So, irgendwo als Gedankenstütze was reingeritzt oder so? Also hier kann ich schon mal nichts bewegen. Mal noch näher ranzoomen kann ich nicht. 1134? Das hatten wir aber nicht eingestellt. War das das Voreingestellte? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht runter gucken. Interessant. War das ursprünglich auch 1134? Weil das haben wir nicht eingestellt. Machen wir hier mal aus Jux 5. Nö. Ja, hier kann man so nichts machen. Das hat zu viele Kombinationen, um das durchzutesten. Das will ich nicht. Es muss irgendwo einen Hinweis darauf geben. Frage ist nur, wo. Der Bär ist jetzt ein Problem. Können wir eigentlich zurückgehen? Nö, können wir nicht.
Noch irgendwo was übersehen? So, da. Obwohl, die hatten wir eigentlich auch ziemlich ausführlich geguckt. Was untersuche ich jetzt? Das Schiff wieder? Ja. Ja, das Fragezeichen blinkt nicht, also haben wir hier auch wahrscheinlich nichts übersehen. Obwohl es mich doch stark wundert, dass man hier... Ach, dass man da so hochgucken kann, ist bestimmt der Hinweis darauf, dass wir mit dem Glas voll Wasser den Pilz entzünden können. Schätze ich mal. Hier noch irgendwo was. Hier eine Planke verschieben. Nee. Können wir nicht. Halt, da war. Da. Das ist ein Pilz. Kein Spezialist im Pilz. Ja. Okay. Okay. Das so viel zu der Hitbox, die ich vor keine Ahnung wie viele Folgen gelobt hatte. Kann ich das Chili, mich mit dem Chili einreiben? Nein. Hoch. Hoch. Chili. Was passiert denn, wenn ich dann nochmal hingehe? Ich habe hier gar keine Chance, irgendwas zu machen. Ich muss also, bevor ich da hingehe, irgendwas machen. Das ist nur die Pflanze. Also da wieder reingehen kann ich nicht. Hier ist so auch nichts. Ist irgendwas mit dem Kahn? Ist mit dem Kahn was? Hatten wir in dem Kahn was gefunden? Ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Hatten wir in dem Kahn was gefunden? Hoch, ich wollte nicht wieder raus. Also ranziehen und zoomen kann ich nicht. Wir haben hier das Ding und wir haben den Kahn. Und hier war der Pilz. Sonst ist hier nichts. Ach, eine Öffnung im Felsen hatten wir auch noch. Stimmt, und da war der Koffer. So sonst nichts machen. Hier hatten wir das Glas gefunden. Kann man auch so sonst nichts machen. Was kann man denn mit den Sachen, die wir hier haben, machen?
Das ist jetzt Verzweiflungstat hier so. Ja? Oh. Ich meine, hier ist ja so keine Reaktion drauf gewesen, ne? Außer, dass wir das jetzt lesen können. Moment mal. Indigo, Orange, Gelb, Violett. Was zum Geier ist Indigo für eine Farbe? Ist das hier so ein Violettton? Indigo, Orange, Indigo, keine Ahnung. Orange, Gelb, und hier ist ein Violett. Aber ich kann hier auch nichts ändern. Ist Indigo ein Blauton? Ich weiß es nicht, ehrlich. Oder einer von den zwei Violetttönen. Tropischer Schmetterling, Sand Afrikas. Schicke Giraffe, Vulkane von Martinique. Ja, hier kann man aber auch so sonst nichts machen. Also, das war nur ein Lensflare da. Okay, hier ist aber noch. Kann ich da hinlaufen? Nee, kann ich nicht. Ist sonst so nix. Zoomen kann ich nicht. Zoomen kann ich nicht. Ich würde das Chili gerne. Der Koffer. Kann doch nur was mit dem Koffer sein, aber woher kriegen wir einen? Alter. Indigo, Orange, Gelb, Violett. Vier Farben, vierer Kombination. Indigo, Orange, Gelb, Violett. Orange, Gelb. Violett. 2, 3. Sechs oder sieben. Violett, ich würde sagen sieben. Ja, das ist so eine Sache. Also 2, 3 und 6, 7. Jetzt steht hier auf einmal 5, 1, 3, 4. Ist in Ordnung. 2, 3. 7. Ja, das ist der richtige Code. Okay. 7 war Violett, 6 war Indigo. Alles klar. Von einem Mann so eine Farbenkombination verlangen. Ich bitte euch. Ach du Scheiße, was ist denn das? Schminkpalette sieht irgendwie seltsam aus. Würde ich auch sagen.
Gehst du mal weiter auf? Moment. Ich hätte das gern noch ein bisschen weiter auf. So. Ein Fadenzähler? Da ist ein Fadenzähler. Also wer das nicht kennt, es wird in der Druckerei verwendet und nennt sich Fadenzähler. Das ist so ein, ich habe so ein Ding hier auf dem Schreibtisch irgendwo stehen. Naja, wird in der Schublade liegen. Aber nützt euch eh nichts. Das ist halt, das hier ist eine extreme Lupe. Und das kann man hier, ja, zusammenklappen oder halt so hinstellen oder so. Und das ist wirklich eine ganz extreme Lupe und das nennt sich Fadenzähler. Kommt, soweit ich weiß, aus dem Druckereibereich. Was hat denn das hier in dem Schminkkoffer zu suchen? Gebe ich da einen Hinweis? Nee. Okay, naja, wir sehen es ja jetzt komplett. So, ein Fadenzähler. Kann ich an dem Fadenzähler was machen? Nein. Ich kann diese hier verschieben. Und ich tippe mal drauf, ich muss das da reinbringen. Nein, du solltest hoch. Ich muss nicht das da reinbringen. Wenn ich an dem Fadenzähler nichts machen kann und das nicht. Ja, hier ist auf jeden Fall ein Kreuz. Dingensrad. Und das nicht. Ach Gott, ich muss das ganze Feld darüber bringen? Ach du Scheiße. Ja. Okay. Dann so. Nein. Nein. Ach, what the fuck? Wie kriege ich denn das aus dem Weg?